Moin Moin, Leute, seicht Unterhaltung. Ja, es ist etwas warm geworden hier in Deutschland. Heute mache ich mal eine live wartungsfreie Batterie zerlegen und befüllen. So, hinter mir seht ihr gleich das Testobjekt, beziehungsweise das Auto, mit dem ich im Rum experimentieren bin. Ob die Batterien ihre volle Power jetzt erreicht haben. So, jetzt gehen wir mal ab in die Werkstatt bzw. Garage. Ja, für die Lautstärke draus muss ich ein bisschen entschuldigen. Hier ist leider ein scheiß neues Baugebiet entstanden. So, da haben wir das Opfer, sag ich schon beinahe. So, es handelt sich dabei um eine Banner mit 80 Ampere, eine AGM-Batterie. Eine sogenannte wartungsfreie Bleifließ. Beziehungsweise steht irgendwas hinten drauf, von wegen. Was haben wir nochmal stehen? Irgendwo stand das. Ich weiß nicht, wie das mit Glasmatten, die da so verbaut sind. Aber auf jeden Fall. Hier sieht man schon mal die Zeichen. Nicht zu befüllen, nicht zu öffnen. Maximal mit 14,8 Volt Ladeschlussspannung zu beladen. Ja, 12 Volt, 800 Ampere. So. Ja, der Vorteil war schon mal bei dieser Batterie, also dieser AGM, dass diese Füllstopfen schon öffnungsbar waren. Auch da steht drauf, nicht öffnen. Das ist mir auch scheißegal, ich scheiße dann auf die Industrie und will ich die Batterie befüllen. Logischerweise mit destilliertem Wasser. So, dann fahren wir mal den ein bisschen runter. Das könnte jetzt eventuell ein bisschen wackeln, weil ich jetzt ein Mann mit einem Stativ hier arbeite. So, wollen wir mal sehen, ja. So, wie gesagt, natürlich auch Sicherheitsvorschriften beachten, nach Möglichkeit. Ja gut, eine Sicherheitsbrille wird man wohl nicht jetzt benötigen. Aber in diesem Falle eben halt. Handschuhe benutzen, weil die halt. Wie halt Hans hat mit Säure zu tun. So. Generell bei Batterie befüllen, immer mit Handschuhen arbeiten, eventuell auch mit. Oh, jetzt habe ich zwei linke. Scheiße! Sicherheitsgläser bzw. Sicherheitsbrille arbeiten. Ich komme sofort wieder, ich muss kurz meinen anderen Handschuh holen. Da fehlt mir leider einer. Tada! So, jetzt haben wir wieder beide Handschuhe. So, zu dieser Batterie. Mein Bruder arbeitet bei einer Firma, die mit Caravan bzw. Wohnwagen zu tun hat. Und dadurch komme ich halt immer an alten, gebrauchten Batterien heran. So, dann lass uns mal loslegen. Meine Kamera ist leider zu beschränkt, das heißt, ich kann euch die Zellen da drin schlecht zeigen. Aber ich kann so vieles sagen. Ich habe schon mit Taschenlampe hier hineingeschaut, die Zellen, beziehungsweise die einzelnen Zellblöcke. Das ist ein weißes Fließ, beziehungsweise ein Glasgedöns. Das steht irgendwo steht auf der Batterie drauf. Ich habe es leider nicht mehr, finde es momentan nicht mehr zu dem Datenblatt. Und die Zellen sehen aber soweit ganz gut aus. Das heißt, ich kann da kein Dreck oder Sulfatierung etc. erkennen. Die scheint einfach nur platt zu sein. Warum ist sie platt? In meinem Test Kfz zum Beispiel konnte ich nur maximal ein, zweimal die Lichtmaschine bzw. den Motor zünden, dann war sie platt. Dann habe ich noch was anderes. Mal vom Schrottplatz habe ich mir mal einfach hier Zigarettenanzünder besorgt. Das ist die Strombuchse plus Zigarettenanzünder. Der zieht, das habe ich schon mal gemessen, mein Multimeter zieht 4 Ampere. Und damit konnte ich auch zweimal oder dreimal konnte ich die betätigen, bis er heiß geworden ist. Und dann war er auch wiederum platt. So, jetzt geht es dabei, das Ding zu befüllen. Also, als erstes. Logischerweise destilliertes Wasser, ich habe jetzt noch 5 Liter Kanister gekauft. Gab es bei uns beim Discounter für 1,59 €. Da habe ich sofort zugegriffen. Und wollen wir es immer befüllen. So, maximaler Füllstand. Ich denke mal, der maximale Füllstand sollte so weit gehen, dass die kompletten Zellen bzw. dieses Vlies, also dieses Material, was da drin verbaut ist, in den Zellen, dass es komplett unter Wasser ist. Aber halt nicht, dass es jetzt Batterie sollte, dass es hier oben wieder rausquillt. Da muss man schon drauf achten. So, bei mir ist natürlich auch Experimentierstatus. Weil das war der erste
große AGM-Batterie, die ich jetzt, oder Bleifließ, bei G ist eine andere Technologie, Bleifließ, die ich jetzt wartungsfrei befülle. Nachher, wenn ich hiermit fertig bin, werde ich euch nochmal eine andere Batterie zeigen, die ich schon in vorhergegangenen Videos mal gezeigt habe, die über 30 Jahre alt ist, die von meinem Motorola International 1000 kam. So, wo ist mein Trichter hin? So, ich habe natürlich hier ein bisschen Labormaterial, alles aus Glas, alles vorher gereinigt. Bevor ihr die Batterie belädt oder überhaupt generell die Stoffen aufmacht oder aufbohrt, was weiß ich nicht halt, ist die Batterie vorher zu reinigen, da alle Fremdkörper, insbesondere metallische Fremdkörper, natürlich die Zellen zerstören. Darum halt auch die destilliertes Wasser. Oder sowas hier in meinem Dingsbums, nee, Ellmeyer-Kolben? Nee, das glaube ich, egal. Füllen wir das mal an. So. Und natürlich später, wenn es an der Ladegerät angeklemmt wird, logischerweise die Stopfen nicht befüllen, da sie da drin Gase entstehen. Ich glaube HHO, beziehungsweise auch bekannter als Knallgas. Beim Befüllen immer aufpassen, immer darauf achten, wie viel läuft gerade hinein, wie voll ist der Füllstand. Also vorsichtig, sachte nachfüllen. Und scheinbar geht hier einiges rein. Ich hoffe, dass sie mit... jetzt ist sie voll. Ja, so wie ich jetzt erkennen kann, ist, ich habe jetzt 200, knapp 400 Milliliter, scheinen hier wohl pro Zelle hineinzugehen. Jo, das ist ja eben Modut. Alles klar, das heißt 300 Milliliter pro Zelle bei dieser Batterie. Ach, ich muss dazu sagen, es ist leider sehr, sehr warm hier in Deutschland. Ich bin gerade ein bisschen am Öl. Ich meine, für die, die es jetzt langweilig wird, ihr könnt natürlich jetzt vorspulen. Ah, diese Zeit scheint ein bisschen, hier scheint ein bisschen Flüssigkeit drin gewesen zu sein, weil die 200 Milliliter getrunken. Okay, dann zur nächsten Zelle. Jede Zelle ist so glücklich. Jetzt wird sie, glaube ich, glücklich. Hahaha. So. Ja, ich glaube, hier ist einiges weg. Ich empfehle euch generell, wenn ihr mit Batterien hantiert, generell mit Labor-Equipment zu hantieren, weil das ist am saubersten. Ohne dass da halt irgendwie auch hier meine Handschuhe sind niegelnagelneu, sodass sich keine Fremdkörper eventuell in den einzelnen Zellen mit hineingeraten. Auch auf die Umgebung ist drauf zu achten, ist eure Umgebung jetzt aber. Also meine Garage ist natürlich ausgefegt, gereinigt worden, sodass keine Fremdkörper hier eindringen können. Oh, ist der Helmut. Jo, ich pro Platt, ich bin aus Frech, ne? Also von daher. Nicht wundern. Also ich rücke mal ein bisschen holländisch durch. So. Ja, ich weiß immer nach dem Augenschein, wie voll die Zellen, die jeweiligen Zellen sind. Ich vergleiche sie mit den anderen Zellen. Ich muss auch hinzufügen, dass ich Hobby-Elektroniker, Hobby-Bastler bin. Mein Onkel selber, mütterlicherseits, war selber Elektriker. Das heißt, ich habe ein bisschen Vorahnung, ich weiß, was ich hier tue. Ich habe mich auch schon mit Batterien ein bisschen eingelesen. Ich misstraue der Industrie absolut. So, noch einen kleinen Schluck rein. Das sieht gut aus. In dieser letzten Zelle ist noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Da kann ich mich noch auf dem Bleipol erkennen, dass er nämlich noch feucht ist. Generell, und
Selbst Nickelmetallhydrid, die kleinen AA-Zellen oder die Baby-Monozellen, selbst die kann man mit destilliertem Wasser nachfüllen. Man sollte die mal überhitzen, auch da drin ist eine Flüssigkeit, beziehungsweise sie sind innen feucht, wenn man die schon mal zerlegt hat. Die haben eine Gummimembran, dann am besten so eine Spritze, die auch Diabetiker etc. nehmen, mit ganz kleinen, Nasen, und selbst die kann man befüllen und wieder regenerieren. Auch das ist möglich. So, und spätestens, wenn die Batterie jetzt geladen wird, werde ich die spätestens immer in meine Solar, also meine kleinen Insel-Solaranlagen integrieren. Vorher werde ich ein paar Experimente, wie gesagt, beim Kfz noch durchführen, wie es damit sich verhält, wie gut sie überhaupt die Spannung annimmt, wie lange sie hält. Das Problem ist, ich weiß bei dieser Batterie nun nicht, wie wurde sie vorher behandelt. Das heißt, die meisten Batterien, die ich bekomme, sind meistens immer im Experimentalstatus. Ich habe keine Ahnung, wie wurden sie vorher behandelt. Natürlich ist es eine gebrauchte Batterie. Natürlich habe ich nicht mehr die vollen 80 Ampere Kapazität, die ich vorher hatte. Das ist vollkommen logisch. Also für Experimentalzwecke etc. Aber wenn ich mein Kfz damit gestartet kriege, ist ein Chrysler Neon Baujahr 1990. Gut, er hat eine 2 Liter Maschine drin. Bin ich mal gespannt. So, wir sind alle Zellen soweit voll. Bis zu dem von mir gesagten Maximalrand. Das heißt, ich habe gerade, ich würde mal sagen, so 3 mm über den Bleirand. Die Zellen sind ein bisschen tiefer. Aber ich denke mal, zur Sicherheit werde ich noch ein bisschen voller füllen. Vieles muss man halt mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Ausmaß halt machen. So aus, die kann ich kriegen. Die ist zu wenig. So. Ja, sicher allgemein, moi, da ein bisschen rein. Ups. So. Ja, dann sind wir soweit schon mal fertig. Will ich selber mal ganz kurz gucken. Ich habe hier leider nur ein einfaches Multimeter. Ich will nur selber gucken, ob ich was getan habe, aber überhaupt nicht mehr irgendwie ist. Was erkennbar ist für mich, weiß ich leider nicht. Ne, hat sich nichts getan. Sieht genauso wie vorher aus. Gut. Die Melodie ist ungefähr so bei 11 Volt, wie ich sie jetzt. Also schon ziemlich runtergerockt. So, ja gut. Dann lass uns mal weitermachen. So, ich habe mir damals aus dem Netz von einem anderen Bastler, der hat es auch bei eBay angeboten. Ich finde leider nicht mehr. Wie so ein Desulfat habe ich mir gekauft. Hat mir 30 Euro gekostet. Den werde ich natürlich hier mit zusätzlich anklemmen, gucken, wenn sie sulfatiert ist, dass ich mir die Zellen quasi freisprengen werde. So. Und wie gesagt, beim Laden logischerweise die Zellen offen lassen. Das besteht mit Knallgas. Und natürlich in einem gut belüfteten Raum. Also macht das nicht bei euch in der Bude oder sonst wo. Entweder bei gutem Wetter macht das draußen. Und immer unter Kontrolle machen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach so am Wochenende mit der Dienst beladen und euch dann verpissen, damit ich gehe jetzt auf Party oder sonst wohin. Ihr solltet dabei sein, wenn euch die Bude abbrennt. Und ihr habt nicht die richtige Versicherung. Ich weiß nicht, ob davon abgesichert ist. Gerade wenn dann die Versicherung herausfindet, okay, du hast eine warnungsfreie Batterie rumexperimentiert, da gibt es eh eins auf die Liste. So. Also das sind, wie gesagt, die rechtlichen Hinweise, die ich noch geben muss. Und wie gesagt, ja, was heißt, soll ich denn sagen, macht es nicht zu Hause nach? Die ein bisschen Ahnung von der Materie haben, dem würde ich sagen, ja klar, macht es nach. Auf jeden Fall, warum nicht? Weil, wie gesagt, scheiß ab die verdammte Industrie. Und gerade hier in Deutschland mit dem verflixten Automobillobbyismus, so pervers, hoch 3. So, Lagegerät hat Energie. Was gerade hier, würde ich gerne ein bisschen höher stellen. Was ist denn da? Ja.
So. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie Leute, die sagen, nee, du musst den Minuspol, du musst den Pluspol zuerst anpacken. Mir ist bisher noch keine Batterie explodiert. Also wirklich, ich habe noch nie, ist mir eine Batterie explodiert. Noch nicht meine Lithium-Ionen-Zelle, also eine 8650, ist mir auch noch nie explodiert. Ich habe schon verrückte Experimente damit gemacht. Ja. So. Nummer 1. Und Nummer 2. So. Ja, das war's jetzt. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann spätestens in 24 Stunden wieder, weil ich lasse die Batterie jetzt 12 Stunden am Ladegerät dran. Das Ladegerät hat eine Maximallastung von 4 Ampere. Und danach soll die Batterie mindestens 12 Stunden ruhen, bevor sie wieder für einsatzfähig gemacht wird. So, das war's dann. An dieser Stelle, also wie sagen, bis denn dann, wir sehen uns später wieder. Tschüss. So, hier kommt der zweite Teil. Wie gesagt, das ist die Batterie, von der ich viel am Reden bin. Die stammt aus eben halt dem Motorola International 1000. Das war so ein altes portables D-Netz-Handy. Was haben wir jetzt da drauf? Genau, 11,4. Die habe ich vor einem Jahr schon mal reaktiviert, beziehungsweise wie ich jetzt zum ersten Mal gelesen oder gehört habe im Netz, mit das in Wasser zu befüllen. Ich habe festgestellt, dass die Zellen schon wieder ein bisschen trocken sind. Hier oben ist natürlich versiegelt. Das ist so eine Kunststoffplatte drunter. Und darunter halt diese Gumminupsis. So, ziehe es mal wieder ab. Und jetzt sieht damit auch. Ah, da ist noch etwas drin. Na, da hat er ein bisschen Feuchtigkeit. Da hat er schon ein bisschen verloren. Auch hier habe ich mir destilliertes Wasser umgefüllt. Wie gesagt, Labor-Equipment. Eine Fliege. Hier eine nervige Fliege. Ups. So, die klemme ich jetzt an mein anderes Ladegerät an. Was halt für Motorradbatterien etc. geeignet ist. Und dann wird auch die wieder schick sein. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, lasst euch nicht von der verflixten Industrie veralbern. So, bis denn dann. Tschüss.